Moin moin und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir sind immer noch in Meltdowns und ich würde sagen, hier den dritten Stern, den kriegen wir bald. Das dauert nicht mehr arg lange. Wir haben ein paar kleine Themen hier, nichts Weltbewegendes. Ein bisschen viel Warteschlangen bei den Allgemeinmedizin, das müssen wir nochmal entlasten mit einer neuen. Oder vielleicht zumindest mit den Ärzten. Ne? Wir sollten zumindest die Ärzte haben, die das können. Dann wäre schon mal mehr getan als mit einem neuen Raum, sehe ich gerade. Und ja, damit wir die bekommen, werden hier weitere Ausbildungen gestartet. Wir gucken mal, wer noch unausgebildeterweise hier so rumömmelt. Ach, wir suchen erstmal die Allgemeinmedizin 1 raus, ne? Dann sind das nämlich schon gleich viel weniger. Neue Ärzte sind erforderlich. Erik wird schnell müde. Merkt, wenn ein Feuerwerk stattfindet. Ja, du bist ja super. Hier, komm, also du. Ja, nee, also Behandlungsarzt, lustig geborener Mentor, inspiriert, du bist, ich bin ja auch bei den Krankenpflegern, ach, um Gottes Willen, Entschuldigung, ich feuer dich jetzt, klar, ich hätte jetzt gucken können, ob ich jemanden mit schlechteren Eigenschaften im Arbeitszeugnis hätte, aber das ist mir jetzt zu viel Aufwand. So, wir gucken nochmal bei den Ärzten. Allgemeinmedizin-Diagnostik, das wäre doch was. Der Junge von eben an, Grantik, Einsiedler, na toll. Nein, will ich aber nicht. Marketing läuft noch. Forschung läuft auch noch. Das ist der Fehler, oder? Nein. Immer nur ein Forscher drin. Also, ich will nochmal nach meinen Forschern gucken. Hier stimmt doch irgendwas noch nicht. Gut, der Forscher macht alles. Und der hier auch. Das heißt, bei meinen drei Forschern... Hey, hier ist doch noch einer, der macht nur Forschung. Also zwei sollten doch eigentlich immer da sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Wo sind die jetzt? Das will ich jetzt wissen. Er ist in der Forschung, das ist gut. Was machst du? Voller Energie, macht Pause. Und du? Aha. Der geht natürlich seinem Megascanner hier nach. Das soll er auch irgendwie. Und du? Willst mehr Geld? Ich werde wahnsinnig. Was machst du denn für das mehr Geld, was ich dir jetzt gegeben habe? Kann doch nicht wahr sein. Ab, geh was schaffen, hey. Unglaublich. So, keine Ärzte, Pfleger brauchen wir jetzt nicht dringend. Marketing 3. Haben wir diese Kompetenz schon? Attention. Haben wir schon. Könnte ich aber noch zusätzlich gebrauchen, wenn die Person denn geeignet sei. Ist billig, das ist gut. Also, herzlich willkommen. So, euch habe ich ja noch keinen Farbcode zugeordnet. Die Warteschlangen sind jetzt bedenklich. The hospital may well be haunted. Diagnostik 3. Mechanik 4. Das könnte man natürlich einmal machen, ne? Ist nicht so wichtig, dass das jetzt so viel Geld kosten muss. Nein. Psychiatrie 2, wer kann da noch? Nö, muss nicht ausgebildet werden. Krankenpfleger, komm, hopp. Ja, das wollen wir haben. Und das lassen wir extern machen. Ey, das kostet Geld. Instandhaltung 4 haben wir mit Garantie auch noch nicht, oder? Kostet 30.000, da müssen wir kurz warten. Das wird dann die nächste Baustelle werden. Wenn es mit Allgemeinmedizin hier nichts wird und ich kein Personal habe, dann müssen wir da einfach noch ein bisschen warten.
Lustig, reizbar. Ah, nee. So, das ist doch hier Mechanik. Entschuldigung, Instandhaltung 4. Das ist mir viel zu wenig Forschung, was hier läuft. Ganz ehrlich. Was haben wir denn jetzt hier? Upgrades, die laufen. So, was will er denn? 40 Patienten heilen, können wir Beförderung nehmen wir? Wir sollten nochmal Hausmeister einstellen. Das ist mir noch zu wenig. Faul, grüner Daumen, Romantikerin. Faul will ich gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Charmant will mehr Geld. Teuer ist kein Problem. Du machst mal gleich die Geisterjägerei. Das machen wir schön extern, weil wir haben zu wenig von euch. Gewitter. I'm sorry, did I say publicity? I meant charity, of course. Keine Warteschlange in der Frakturstation, okay? Ja, guck mal, hier wird richtig schön der Pott nochmal durchgerührt beim Spülen. Hm? Toilettenspülung bei Erdbeben und Gewitter. Herrlich. Na, wen haben wir denn da? Ja, Dr. Needed Everywhere, würde ich sagen. So, ja. Das hat jetzt mal reingehauen. Der Monat war teuer. Aber die Bilanz stimmt ja trotzdem noch. Was macht ihr da? Hallo? Ihr sollt Marketing machen. Ist es jetzt so schwer zu verstehen? Reitet ihr? Garstig unermüdlich. Motiviert, Entertainer, inspiriert. Habt ihr Diskussionen da, Leute? Ihr wird nicht gestritten. Das ist ineffizient. Was machen wir hier? Also solange ich die Zimmer nicht alle ordentlich besetzt habe, brauche ich natürlich auch keine neuen Allgemeinmedizinen bauen. Irby, garstig, faul. Tschüss. Klassenclown, geborener Mentor. Ja. Kannst du direkt? Nee, du kannst ja gar nicht weitergebildet werden. So, Joe. Und mit Allgemeinmedizin bekommst du die blaue Naht. Haben wir doch wieder einen, der mir hier ein bisschen weiterhilft. Das ist nur 4 breit. Hier kriege ich nicht gut ein 3x3 Zimmer rein, gell? Oh, ist das schlimm. Das Gebäude ist echt... Das ist unerträglich. Hier sieht es auch aus wie... Mir fallen keine Worte ein. Hausmeister. Ja. Inspiriert. Inspiriert andere Menschen, das ist auch gut. Garstick hat noch Strom im Kopf. Nein, danke. Was machst du nochmal? Zufriedenheit. Mehr Zufriedenheit. Das klingt doch gut. Hopp, weil du Geisterjäger bist, bist du dabei. Was du noch wirst, werden wir noch festlegen. Deswegen gibt es noch kein neues Kleidchen. Und noch jemand? Lustig ist gut, motiviert ist besser, unmotiviert charmant, wird schnell müde, ist gar nichts. Motiviert ist besser.
Lustig ist bestenfalls okay. Also du bist dabei. Und als Mechaniker bekommst du einmal auf die Liste schielen, Gelb. Und zwar auffälliges Gelb. Mechaniker, du kriegst Mechanik 2. Oh ne, du kriegst die Geisterjägerei erst. Teil 5 geheilt, das ist okay, damit können wir leben. Zweimal befördern. Sehr schön. Kampagne fertig. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? DNA will ich jetzt nicht überstrapazieren. Eine allgemeine kleine Kampagne brauchen wir auch nicht bei unseren Warteschlangen vorne. Eine Station, die ist noch so leer, ne? Da machen wir eine Kampagne. So, aha, sind mittlerweile mal 2 Forscher hier eingetroffen. Ist ja wohl echt nicht wahr. Ich glaube, dass ich hier den Raum aber auch mal vergrößere, wenn ich noch einen weiteren Forscher finde. 10 mit Jumbo-DNA, das ist natürlich hart. Wir lassen es nicht unversucht. Jahresabschluss. Yay. Na komm, hau raus. Keine Todesfälle, das müssen wir noch in den Griff kriegen, ne? Wo soll ich die Maschinen-Updates noch herbekommen? Jetzt gucken wir mal gerade, was ich hier entlade. Deprimator, Entleuchter, Spritzmeister. Die Topferei fehlt doch noch, oder? Ich habe noch keine Topferei. Nee, die fehlt noch. Dann kann ich dafür ja mal eine Kampagne starten. Dann kommt da vielleicht auch ein bisschen Leben rein. So, was haben wir denn? Umtöpfer haben wir. Mit dem Heizkörper, da gucken wir gleich mal. Der kommt eher raus. Der kommt wieder weg. Und ein kleiner rein. Und noch ein paar Sterne, ne? Stufe 4. Perfekt. Der Stuhl noch daneben. Und dann reicht das. Ob ich diese Krankheit bis jetzt überhaupt gebraucht habe oder nicht, das spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Fakt ist, wenn sie kommt, ich kann sie behandeln, ich kann Marketing machen, dass sie kommt. Und das Gebäude oder das Zimmer steigert natürlich den Krankenhauswert. Also genug Gründe, um es einfach mal doch zu bauen. Geisterjäger, dann machst du Instandhaltung. Ich mach das jetzt einfach. Ich weiß, dass es wieder eng wird, aber was muss, muss, ne? Warum haben die immer Psychiatrie dabei?
Also ich brauche auf jeden Fall jetzt einen, um zu überbrücken. Und du machst nur... Wo bist du? Nur das DNA-Labor. Die Psychiatrie, was ist mit der? Da haben wir ein, zwei Psychiater, also... Du machst keine Psychiatrie. Jetzt frage ich mich, haben wir denn für die eigentlich schon einen Dresscode? Pony Power, du hast nämlich noch nichts, ne? Du hast noch Standard. Also habe ich denn eigentlich irgendwelche Räume, wo... Jetzt muss ich überlegen. Wie im DNA-Labor Diagnose und Behandlung gleichzeitig läuft. Keine weiteren, aber es gibt die türkisen Armstreifen jetzt für euch. Dann legen wir das jetzt einfach fest. 500 Kudosch. Was kann ich denn damit noch alles Schönes machen? Das ist ja unglaublich. Ist es das wert? Schreibt mir das mal, bevor ich das mache. Oder ob ich mit den Kudosch lieber was anderes Schönes mache. So, die Warteschlangen. Was ist hier mit unseren Notfällen? Hier sind sie alle gut eingereiht und hier natürlich nicht. Da hätte man nochmal früher gucken können. Flüssigkeitsanalyse, die brummt, das ist gut. Robberies are up 20%. Awesome. Und hier fehlt jetzt natürlich der Arzt. And parking violations are down 7%. Marvelous. Zufriedenheit, das ist natürlich okay, sag ich mal. Schwache Blase, Junge von nebenan reizbar. Und tschüss. Hygienisch, komm damit. Daraus können wir einen Allgemeinmediziner machen. Brauchen wir dringend mehr. Da ist jetzt kein Externer da. Das ist schade. So, blaue Naht bekommst du. Wo bist du denn? Da bist du. Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, klar. Braucht mehr Forscher, das ist auch... Ach, gucke. Klassenclown, hier, hopp. Forscher, damit bekommst du graue Streifen. Und einen Auftrag, und zwar nur forschen. Und nichts anderes. Ihr werdet es dann noch hinbekommen. So, wir haben den dritten Forscher. Jetzt kommen die mal kurz an die Seite. Einfach mal weg jetzt hier. Die Yucca kommt jetzt mal weg. Die Heizung auch. Denn es wird angebaut. Zwei ist ein bisschen viel. Aber hier in die Richtung, oder? Ist auch eng. Es ist auch eng. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber hier, da geht doch was. Mit Minus passiert da gar nichts. So. Und dann haben die doch allen Platz, den sie brauchen, um richtig gute, erstklassige Forschung zu betreiben. Und wir gucken mal, wie viele Tische wir jetzt noch reinkriegen.
Ach, Yoga, komm. Geht noch eine Station? Nein, da geht nur eine, okay. Und da kommt jetzt sämtliches forschendes Personal rein, das ich irgendwie auf dem Markt finde. Hallo Musik, wo bist du denn? Keine Musik mehr. Stufe 3. Ihr sollt natürlich richtig gut forschen können. Da kommst du jetzt nicht mehr an deinen Forschungstisch, oder wie? Ist das dein Ernst? Drehen wir den so rum und dann geht's wieder, gell? Hallo Musik? Stufe 4 und das Ding hauen wir jetzt auch in der Tat noch auf Stufe 5 hoch. Musik, hallo. Goldsterne, bis der Arzt kommt. Perfekt. The new number one album. Ach, da ist wieder. Da ist wieder Lala. 1, 2, 3, 4. Mehr als 4 geht nicht, wieso? 4 zusätzlich, auch so wahrscheinlich wegen den 5 Tischen, gut. Auch schon wieder ein Gewitter. So, was können wir hier noch machen? Psychiatrie 2, wem nutzt das? Niemandem. Das ist natürlich ein Thema, Diagnostik 4, ne? Mechanik 4. Brauchen wir das so dringend? Die Frage stelle ich jetzt schon wieder. Ich mach's einfach. Und das vernachlässige ich doch sowieso die ganze Zeit schon wieder. Ich merke das doch. Ach, dann gibt's nachher wieder, wenn der Reporter jetzt da schon wieder eine blöde Durchsage, die keiner hören will. Das ist gut. Allgemeinmedizin 3. Jetzt können wir mal schauen, ob da noch mehr geht mit Allgemeinmedizin. Ich brauche euch. Das müssen Externe machen, gell? Behandlung 4. Wie ich die Kohle einfach mal hier für Ausbildung raushaue, ne? Ist geil, oder? Fünf von 10, das ist, tja. Grad so geschafft, ne? 7 mit Schocktherapie, das ist gut. Was fehlt uns denn noch? Wir gucken noch einmal weiter. Farbtherapie haben wir auch noch nicht. Es gibt noch immer einen ganzen Haufen Räume, die ich hier nicht habe, ne? Was machen wir mit dieser Megatoilette? Muss die so groß sein?
Ich meine, im Endeffekt, ich habe ja meinen Bonus dafür schon bekommen. Brauche auch einfach noch weitere Räume, um ein Krankenhauswert hochzubekommen wahrscheinlich und Today's thought for the day is something of a conundrum and was suggested by a loyal listener, Katie Bottle. Be thankful for wisdom. It makes you wise enough to know what to be thankful for. Well, I'm thankful. Hab ich doch was gesehen. Katie. Weg ist sie. Ultraschallkanone. Guck nochmal einfach durch. Entlader, Deprimator, Spritzmeister, Deluxe-Entleuchter. Also, Farbtherapie, die können wir bauen. Perfekt. Jo, war klar, ne? Tja, ja, gut, in die Umtöpferei, da will jetzt keiner. Können wir da ein Marketing für machen? Gut, ich kauere noch immer an den Folgen von dem Marketing hier an der Station, gell? Jetzt sehe ich ja, das ist ja unpraktisch. Wir müssen ja richtig weit laufen hier für die Geschichte mit den Umkleiden. Das machen wir ein bisschen zentraler, würde ich sagen. Dann geht das vielleicht doch ein bisschen schneller hier. Und dann habe ich noch Platz für ein paar neue Betten. Alles klar, kalt ist auch noch. So, da müssen wir gleich nochmal hingucken, was wir hier mit dieser Warteschlange noch veranstalten. Wo sind die denn alle? So, 3. Was macht denn ihr da hinten? Ach, ihr seid alle noch unterwegs, okay. Ihr seid unterwegs, das ist okay, das ist erlaubt. Ja, ne? Okay, ich glaube, das war gar nicht schlecht, hier diese Kampagne zu machen. Und wir machen nochmal eine. Ja, Krankheit. Spritzen, ich habe sie gar nicht dabei. Stromschlag, Station, Apotheke. Ich kann die gar nicht machen. Soll es hier gar keine Kopfschmerzen geben? In diesem Level, in diesem Krankenhaus? Ist nicht dabei. Oder das muss ich erstmal etablieren. Dann machen wir das nicht. Gut, also da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir mit solchen Räumen umgehen. Da wird wahrscheinlich auch gar kein Patient kommen, der da irgendwie rein will, oder? Das weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja mal was zu euren Erfahrungen sagen. Räume, die man nicht gebaut hat, weil sie nicht bisher gebraucht wurden. Werden die irgendwie nötig? Kann man die irgendwie noch über Marketing ankurbeln? Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Marketing für Topfschmerzen. Insofern glaube ich, das ist wirklich jetzt Nonsens gewesen, den Raum zu bauen.
außer Krankenhauswert und die Möglichkeit... Ah, das, dafür ist er gut, ne? Alleine dafür ist er gut. Okay. Nice to know. Ich baue die anderen Räume dann doch, weil dann kann ich natürlich meine Upgrades fahren und dann habe ich auf jeden Fall meine 3 Sterne hier in Meltdowns. Und das gehen wir dann beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Euer Matze.